Hi zusammen, heute geht es um das Tablet mit dem Namen EldoCube M5X. Das ist die verbesserte Version der Standardausführung M5. Wir schauen uns das Tablet und den Lieferumfang jetzt an. Dann gebe ich einen Einblick über Daten, Fakten und Möglichkeiten. Danach kommen die Vor- und Nachteile. Und mein Ziel ist es heute, dass ihr nach dem Video ganz genau wisst, was für ein Gerät ihr euch hier im Falle des Falles anschafft. Also, Lieferumfang und Ersteindruck, wir haben das Tablet und wir haben ein USB-Kabel. Das war's dann auch schon, habe ich gedacht. Zumindest hätte ich beinahe hier diesen Ladeanschluss mit USB-Slot übersehen. Aber wirklich mehr braucht es dann auch nicht. Die Bedienungsanleitung gibt nicht ganz so viel her, aber dafür gibt es ja YouTube-Videos wie dieses hier. Also, die Schutzhülle hier vorne entferne ich jetzt mal. Wir haben hier eine weiße Frontseite mit einer 2MP-Kamera. Das Display ist 10,1 Zoll groß. Der Sichtbereich ist ein bisschen kleiner. Wir haben leicht abgerundete Ecken. Unten ist nichts runter. Links und rechts haben wir eine kleine Öffnung hier. Das ist Dual Audio, also Stereo Sound. Auf der rechten Seite ist dann noch der Power Button hier und die Lautstärkeregelung. Und das kleine hier sieht aus wie so ein Reset-Knopf, weil dahinter ist keine SIM-Karte. Die kommt an einer anderen Stelle rein. Und zwar hier oben, wo wir den Kopfhörereingang und Micro-USB haben. Ja, ich finde gut, dass wir einen Kopfhörereingang haben. Viele Hersteller verzichten ja mittlerweile darauf, weil Bluetooth-Hörer immer populärer werden. Wir haben natürlich auch in dem Teil eine Bluetooth-Verbindung drin. Bluetooth 4.2 ist möglich. Das M5X-Tablet hier hat dann auch noch zwei Kameras. Zu benennen ist da vielleicht die Rear-Kamera mit 5 Megapixel. Die hat Autofokus und rechts daneben ist dann noch so ein kleiner Blitz. Vorne haben wir auch eine 2MP-Kamera, aber das wird nichts Tolles sein. Dann sehen wir hier oben eine kleine Einkerbung und spätestens jetzt wird klar, das ist ein Tablet, aber auch ein Phablet. Ihr könnt es also auch als Handy nutzen, ganz normal, und in LTE 4G surfen. Also hier gibt es einen Dual-SIM-Slot und links daneben ist auch ganz gut, da haben wir noch einen Micro-SD-Slot für mehr internen Speicher. Dann kommen wir zu der Auflösung. Die ist extrem gut. Wir haben 2560x1600 Pixel und wir haben ein IPS-Display, habe ich so gar nicht erwartet. Das sind bei dem 10-Zoll-Bildschirm, also fast Laptop-Größe, immerhin 320 ppi. Tatsächlich hat mich das überrascht, weil mir die chinesische Marke EldoCube bis dahin, muss ich gestehen, komplett unbekannt war. Und zusammen mit dem Preis von, ich glaube, 160 Euro aktuell, hätte ich da blind auf maximal Full HD getippt. Und das Tablet unterstützt, wie gesagt, LTE und ganz wichtig auch Band 20, was in Deutschland die Standardfrequenz der großen Mobilfunkanbieter darstellen. Heißt, ihr könnt Netflix über LTE, also auch entsprechend hochauflösend, gucken. Zu Hause könnt ihr euch natürlich auch ganz normal über euer WLAN-Netz einloggen, gar kein Problem. Ansonsten hat das Display eine ganz gute Ausleuchtung. Da steckt tatsächlich auch Sharp als Qualitätsmarke dahinter. Und ein Blaufilter ist mit eingebaut. Ihr kennt das eventuell, der Blauanteil im Licht sorgt morgens dafür, dass wir wach werden. Abends verhindert er leider auch, dass wir einschlafen können, weil er das Schlafhormon Melatonin blockiert. Subjektiv weiß das eigentlich auch jeder. Bei diesem gelblichen Licht wird man sehr schnell müde oder schläfrig. Also Leute, wenn ihr Schlafprobleme habt, unbedingt um einen Blaufilter für eure Geräte kümmern. Die Leistung. Es gibt Anwendungen, mit der wir die Leistung unseres Tablets überprüfen können, sogenannte Benchmark-Tests. Dieses Modell M5X hier unterscheidet sich ja hauptsächlich in der Chipleistung von dem Vorgänger. Verbaut ist ein MediaTek-Chipsatz und zwar haben wir den Helio 27 anstatt des Helio 20 im Vorgängermodell M5. Und der bringt es auf eine Taktrate von 2,6 GHz. Wenn ich das Tablet im AnTuTu-Benchmark-Test hier mal durchchecken lasse, kommen wir auf über 100.000 Zähler. Zum Vergleich ziehe ich hier einfach mal das bekannte Amazon Fire HD 10 Tablet dran. Das kommt hier nicht mal auf ein Drittel der Leistung. Performancemäßig ist das Modell in einer Liga mit dem älteren 9,7 Zoll iPad und auch besser als die teureren Tablets wie zum Beispiel das Xiaomi Mi Pad 2 oder das Huawei MediaPad M3. Also gar nicht so verkehrt der Helio X27 Chip, aber ich will auch nicht loben, was nicht zu loben ist. Bildet euch gerne weitere Meinungen, ihr dürft die auch gerne unter dem Video teilen. Benchmarks sind das eine, aber ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal was und gucken uns das dann mal so in Realität an. Minigames und so, das ist alles auch gar kein Problem. Da ist auch nichts anderes als flüssiges Spielen zu erwarten. Android Gaming macht auf so einem großen Display wie dem hier übrigens auch sehr, sehr viel Spaß und man hat auch Skillvorteile. Ich weiß ja nicht, wer von euch alles mal Clash Royale gespielt hat, aber da ging es ja teilweise um sehr viel Geld und bei jedem Turnier sah man eigentlich immer nur Tablet-Zocker. Also durchaus sinnvoll. Spannend wird es natürlich dann bei anspruchsvollen Games. Also PUBG ist auf Low Setting spielbar, das weiß ich bereits. Ich teste jetzt hier Planet of Heroes, das habe ich vorher nie gespielt. Und auch das läuft sehr, sehr flüssig. Und dazu muss man sagen, dass ich hier den Screen Recorder anhabe, was die Performance so eines Games halt auch nochmal um 20% drückt. Also ganz nebenbei, tolles Game, Planet of Heroes, extremer Suchtfaktor. Also jeder, der LOL oder ich sag mal Arena of Valor geliebt hat, für den ist das genau das richtige Game. Und so macht mir Mobile Gaming auch wirklich Spaß.
Vielleicht auch, weil ich meiner ersten Runde hier direkt MVP war. Angeblich war das sogar ein PvP-Game. Wie auch immer. Ich bin ja nicht zum Bragging hier. Also ich finde die Gaming-Performance wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch erleichtert, dass ich das über die Gaming-Performance sagen kann. Also ich konnte hier keine Lags feststellen. Das läuft mit dem Tablet wirklich ganz gut. Keine Ruckler und so weiter. Von daher kann ich jetzt schon fast sagen, Grafik gut, Gaming gut. Alles gut für diesen Budgetpreis von 150 bis 200 Euro. Aber wir wollen dann doch noch mal ein wenig differenzieren. Es ist ein Android 8.0 Tablet, also doch noch ein einigermaßen aktuelles Operating System. Das könnte man auch auf die Pluspunktseite schreiben, aber Updates dürfen wir hier wohl nicht erwarten. Dann habe ich kleine Lags und Ruckler entdeckt, und zwar zum Beispiel auf Instagram, wenn man da eine Wall runterscrollt mit vielen Fotos. Da braucht der Aufbau der Bilder dann teilweise etwas länger. Es ist auszuhalten, aber ein kleiner Lag ist eben vorhanden. Nicht gut ist tatsächlich der Sound. Klar, wir haben Stereo, aber die Qualität der built-in Speaker, da liegt eindeutig nicht der Elder Cube Focus. Da sollte man bei einem Nachfolger dieses Modells definitiv nachbessern. Bei Filmen und so weiter ist das nicht das Problem, aber zum Musikhören macht das nicht so viel Sinn. Da sollte man das Tablet mit der Bluetooth-Box oder mit Bluetooth-Kopfhörern verbinden. Dann, die Kameras sind auch nichts Besonderes, also wirklich nichts Besonderes. Da hilft auch nicht der Autofocus, HDR-Feature und Blitz macht da auch keinen Unterschied. Also auch hier liegt nicht die Stärke dieses Tablets. Ich fasse ganz einfach mal die positiven und die negativen Sachen zusammen. Wir haben eine super Display-Qualität, IPS, hochauflösend, hat eine gute Helligkeit. Die Größe mit 10 Zoll ist auch top. Gute Rechenleistung, gute Gaming-Performance. Wir haben ein recht aktuelles Operating System. Es ist ein Budget-Modell, keine nervige Bloatware. GPS-Tracking ist möglich. Die Akkudauer liegt bei 7, vielleicht sogar 8 Stunden. Negativ halte ich fest die Kameras und die Soundwiedergabe über die internen Speaker. Die Lags beim Rollen sind, wie gesagt, merkbar, aber nicht ganz so tragisch. Die treten auch nicht überall auf. Hier, wenn ihr zum Beispiel im Menü wischt oder so, da ist das komplett flüssig, gar kein Problem. Es ist halt eher da, wenn man in hohem Tempo durch viele Bilder scrollt. Also, es ist insgesamt ein ganz ordentliches Tablet mit genannten Stärken und Schwächen. Am ehesten eignet es sich für Android Gaming, YouTube oder Filme, also Entertainment. Und dafür ist es zu diesem Budgetpreis auch in Ordnung. Im nächsten Video geht es dann um eine günstige Gaming-Tastatur mit mechanischen Sharing-Switches. Wenn euch das interessiert, bedanke ich mich für euer Abo und vielleicht auch die Glocke und sage bis dahin, ciao, viel Spaß mit dem Tablet.